Ihr Lieben, was für eine krasse Zeit. Ich habe das Gefühl, so oft sagen wir über Wahlen oder über Ereignisse, dass sie historisch sind. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, das ist eine Floskel. Und wie oft stimmt das denn wirklich? Aber jetzt gerade, wenn wir jetzt sagen, das ist eine historische Zeit, ich glaube, dann stimmt das schon, weil diese Zeit, die hat von uns noch keiner erlebt. Diese Zeit ist schon historisch. Und das erfüllt uns gerade alle mit Sorge, wenn wir uns angucken, was da gerade passiert. Die Zahlen schnellen nach oben. Und auch wenn die MPK heute neue Maßnahmen beschlossen hat, wir fragen uns doch alle, wird das die nötige Wende bringen? Und es stimmt, wir sind in Deutschland und wir sind in Berlin bisher vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen. Und auch unsere bündnisgrünen Regierungsmitglieder hier in Berlin tragen dazu einen großen Teil bei. Und trotzdem war das ein einschneidendes Jahr für viele Berlinerinnen und Berliner, sowohl privat als auch wirtschaftlich. Und die kommenden Wochen, Monate und Jahre werden davon geprägt sein, weiter möglichst gut durch diese Krise zu steuern und auch danach die Folgen der Krise so gering wie möglich zu halten. Und gleichzeitig bereiten wir einen Wahlkampf vor. Und manchmal fühlt sich das für mich so banal an. Programmprozess, Listenaufstellung, während andere um ihr Leben kämpfen. Und dennoch weiß ich, das ist so wichtig, dass wir das tun. Dass wir weiter diese Demokratie im Blick haben. Dass wir weiter dafür kämpfen, diese Stadt und dieses Land besser zu machen. Aber deshalb sage ich euch auch, wenn wir jetzt diesen Wahlkampf und die kommenden Jahre planen, dann müssen wir diese Krise im Blick behalten. Wir können kein Wahlprogramm schreiben, bei dem wir so tun, als wäre all das nicht passiert. Wir können keinen Wahlkampf führen, wo wir allen von allem mehr versprechen. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Diese Stadt und dieses Land nach dieser Krise wieder aufzubauen, das ist eine Aufgabe, die weit über das nächste Jahr hinaus dauern wird. Ich bin mir aber auch sicher, das ist eine Aufgabe, für die es uns, für die es Bündnis 90 die Grünen braucht. Und doch müssen wir gleichzeitig über diese Krise hinausdenken. Denn das, was wir jetzt anlegen, sei es in der Verkehrspolitik, beim Schulbau, beim Wohnungsbau, das wird weit über diese Krise hinaus Bestand haben. Und deshalb gilt es, die strukturellen Probleme, die in diesem Ausnahmezustand aufgedeckt wurden, in den Blick zu nehmen. Es gilt, aus der Krise zu lernen und genau diese Schwachstellen anzugehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, die sozial gerechte und ökologische Transformation der Gesellschaft voranzutreiben. Jetzt ist die Zeit, Frauenrechte durchzusetzen, mehr denn je. Jetzt ist die Zeit, das Klima zu retten, mehr denn je. Jetzt ist die Zeit für Bündnis 90 die Grünen. Seit vier Jahren sind wir jetzt Teil der rot-rot-grünen Regierung. Und vorher spielte jahrzehntelang das Klima keine Rolle. Wir haben den Kohleausstieg beschlossen. Jahrzehntelang wurde Politik fürs Auto gemacht. Wir machen mit der Verkehrswende wieder Politik für die Menschen. In der Vergangenheit wurde bezahlbarer Wohnraum an Spekulanten verscherbelt. Wir stellen mit Milieuschutz und Mietendeckel wieder den Menschen in den Mittelpunkt des Wohnungsmarktes. Kurzum, wir haben das Ruder herumgerissen. Aber nach vier Jahren sind wir trotzdem noch lange nicht am Ziel. Denn das, was wir in den vergangenen vier Jahren begonnen haben, das hat unserer Stadt gut getan. Und ja, Umfragen sind keine Wahlergebnisse, aber sie zeigen doch deutlich, die Menschen wollen, dass wir in dieser Stadt weiterhin und noch mehr Verantwortung übernehmen. Und ich sage euch, dazu sind wir bereit. Wir haben in den vergangenen Monaten die Partei dafür aufgestellt, und zwar online und aus dem Homeoffice. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, aber ich möchte jetzt noch mal die Gelegenheit nutzen, zum einen euch allen zu danken. Das war für jeden und jede von euch eine große Herausforderung. Aber zum anderen möchte ich hier vor allem dem Team der LGS und ganz besonders unserer Geschäftsführerin Judith danken. Denn nur gemeinsam mit dir konnten wir diese Partei und die LGS so aufstellen, um die komplett digital arbeiten zu können. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank. Und
Die haben zu viel geklatscht, gebt mir noch eine Minute. Und gleichzeitig haben wir zusammen dieses Wahljahr vorbereitet. Wir haben als Landesvorstand einen so umfangreichen Haushalt beschlossen wie noch nie. Den dürft ihr heute auch noch beschließen, aber wir haben ihn aufgestellt schon mal. Wir haben eine großartige Agentur und einen tollen Wahlkampfmanager gewinnen können. Wir haben die LGS fit gemacht für den Wahlkampf. Und last but certainly not least, zusammen mit den Senatorinnen und mit der Fraktionsspitze haben wir eine großartige Spitzenkandidatin vorgeschlagen. Und die Geschlossenheit, mit der wir diesen Vorschlag gemacht haben, und zwar nicht nur die Parteispitze war geschlossen, sondern das hat man in Social Media gesehen, die Breite der Partei, das zeigt, wir haben das Zeug, die nächste regierende Bürgermeisterin zu stellen. Wir haben die richtigen Inhalte und wir haben mit Bettina die richtige Kandidatin dafür. Und deshalb, wenn ich jetzt sage, dieses nächste Jahr, das wird historisch, dann bin ich sicher, dass das stimmt. Denn natürlich wird es historisch, wenn wir in unserem wunderbaren Berlin das erste Mal eine bündnisgrüne Bürgermeisterin wählen. Und ich stehe heute hier vor euch, weil ich das, was wir gemeinsam begonnen haben, zu Ende führen möchte. Ich will dafür kämpfen, dass dieses Rote Rathaus endlich grün wird. Und danke schön.